So, wer jetzt gerade das Video gesehen hat oder vor zwei Wochen das Video gesehen hat, hat ja die Zutaten ja schon gesehen. Deswegen gibt es hier einfach mal, drehe ich jetzt die Videos ja wieder direkt hinten dran. Und wir fangen an. Mit was fangen wir denn an? Da ich nichts zu trinken da habe, das aber brauche, fange ich doch lieber mal mit der Banane und dem Senf an. Okay, die Banane wird ausgepackt. Das kriege ich gar nicht auf, die ist noch außen rum ein bisschen grün, ne? Bisschen grün. Okay, ganz normale Banane, die geht auch sehr gut auf. Kriegen wir auch sehr gut raus. So, dafür ist auch der Löffel jetzt hier. Weil ich muss erstmal hier das aufmachen, hier, den Senf. Oh ja, Senf. Oh. Ich könnte jetzt die Banane auch einfach in den Senf reintunken, aber dann ist der Senf versaut. Deswegen nehmen wir einfach mal einen Löffel Senf. Von dem guten Senf, der auch noch Gott sei Dank haltbar ist. Und klatschen das hier auf die Banane drauf. So schön rundherum, richtig schön viel Senf drauf. Dass die Banane da richtig im Senf schwimmt. Und dass das schön dann irgendwie. Ja. Okay. Banane ist voll mit Senf. Ich komme mal vor, dann seht ihr das auch. Die Banane. Voll mit Senf, ne? Okay. Und das, da werde ich jetzt reinbeißen und dann mal mich freuen, wie es schmeckt. Also, hau weg. Mmh. Boah. Senf und Banane. Man schmeckt gar nichts von der Banane. Man schmeckt quasi nur den Senf. Aber da geht doch noch was. Doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Komm, den Löffel mach mal leer hier, da ist noch Senf drauf. Hau mal weg. Was soll der Geiz? Ich muss ja eh mal alles essen, ne? Jetzt habe ich keinen Senf mehr auf dem Löffel. Deswegen esse ich jetzt einfach die Restbanane. Die restliche Banane ohne Senf. Und freue mich, dass das nicht so schrecklich war, wie ich mir es vorgestellt habe. Okay, ihr müsst mir jetzt nicht beim Banane essen zuschauen. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wenn das Gewinnervideo war, habt ihr das erste gesehen. Zuerst gesehen. Und wenn das nicht das Gewinnervideo war, habt ihr das andere Video zuerst gesehen. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Freut euch auf Danny Marco Nummer 3. Ich komme jetzt vor, mache die Kamera aus, wie immer. Und das war's von mir. Ich sage tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal und tschüssi.